Willkommen zu Darkseid 2 Tipps und Tricks. Ich bin's wieder, euer Phil, und wir sind jetzt hier in den letzten Teilen für diesen Akt. Und zwar sind wir in der Stadt der Toten hier gleich angekommen. Wir haben eine neue Fertigkeit zur Seelenteilung. Die benutzen wir auch gleich und schieben die eine Statue nach links komplett und die andere Statue schieben wir nach rechts komplett. Und schon verriegeln sie sich und die Tür öffnet sich. Und wir können ganz geschmeidig eintreten in die Stadt der Toten. Was ich an dieser Stelle äußerst lustig finde, ist, die Stadt der Toten hat kein riesengroßes, fettes Tor. Aber die ist skelettlos. Das möchte ich nur mal hier als Überlegung anmerken. Ne? So, und wir befinden uns immer noch im Special. Mini-Special hier, ne? Denn ich werde jetzt hier nicht nur bis zu den Skelettfürsten, sondern noch viel weitermachen, denn ich mache jetzt hier gleich den nächsten Akt rein zum Sonntag. Und damit wir dann gleich im dritten Akt sehen und dann über die Woche dann im dritten Akt starten können. Ist das was? Das ist doch was. Na klar ist das was. Also keine Müdigkeit vorschrecken. Hier ist auch nichts. Und ja. Ab in den nächsten Raum, wenn wir die Truhe gelootet haben. Und hier auch nicht. Nope. Und der Hopp. So, hier im Raum angekommen. Haben wir wieder mal so ein paar Möpschen hier. Dicke Möpschen. Wir gleich mit unserer fetten Babyrasse verdreschen. Da stellen wir so ein Baby solche Viecher verdreschen. Also mit so einer großen Rasse. Da muss es einfach schon 5 Meter groß sein. Aber du, die ist ja ein kleines Baby. Also von daher. So, und hier kommt wieder mal der Centurio da. Mit dem Schild und mit dem Speer, wie gehabt, ja. Da ausweichen, am besten zur Seite, nicht nach hinten, es bringt nichts. Dort auch zur Seite ausweichen, hier könnt ihr auch nach hinten ausweichen, zweimal. Danach, wenn er sich auf das Schild, aufs Schild haut, mit deinem Speer, dann kann man ihn angreifen. Ihr könnt ihn auch, wie ich gerade mit der Babyrasse, was ich jetzt gestern herausgefunden habe, wenn sie gedrückt haltet. Auch wenn er blockt, könnt ihr ihn dadurch schaden. Also wenn ihr die Y gedrückt haltet oder Dreieck. Ja, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wer jetzt den ersten abgibt. Hier. Oder am Mob. Aber ich glaube, es ist eher der Mob. Unterlage schon. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Ich bin zu sagen, also dass ich ein bisschen müde bin. Nein. Hier kommt wieder mal ein kleiner Hinweis. Er benutzt den Seelenteiler. Da kommt ihr nämlich nicht rein. Platziert den ersten dorthin und stellt euch mit dem zweiten dort hin. Geht dann mit dem Wechsel zum nächsten und geht drauf. So, dann wechselt wieder zum nächsten und mit ihm geht er jetzt dort nach oben. Ja, die Seelenteiler werden wir sehr oft benutzen können, deswegen. Also jetzt wird es halt immer ein bisschen schwieriger. Im dritten Akt, dann wird das dann richtig kompliziert mancher. Ich denke mal, viele sind da am Ausrasten, deswegen will ich eigentlich so schnell wie möglich jetzt dorthin. War das bei der einen Stelle, wo du tausende Portale hast und weißt nicht, was du machen musst. Das ist am schlimmsten. Naja. So, da hinten sehen wir gleich, wir brauchen einen Skelettschlüssel, ne? So oft. Ohne den geht's nicht. Und ohne Geisterskelette geht's auch nicht. Aber hier ist keiner
kein Totenbeschwörer da, nein. Da hatte ich erst gedacht, es ist einer da. So, wir gehen gleich mal hier um die Ecke. Rein. Rein. So, komm, tu den schnell. So, hier springen wir jetzt rüber und für ihn müssen wir erstmal wieder seine Lampe besorgen, damit wir weiterkommen. Also gehen wir hier durch die offene Tür durch. Gucken noch mal, ob hier was ist. Ist auch nicht. Da kommen wir hoch. Leider. Und ab durch die nächste Tür. Ach ne, Seelenteiler Tricks kennen wir ja noch gar nicht. Na, werde ich es euch gleich mal zeigen. So, als allererstes mal die Statue placen, denn die müsst ihr nämlich auch bewegen. Also ihr bleibt erst stehen. Dann geht ihr, müssen wir den Hebel betätigen, damit das hinter uns aufgeht, damit wir es bekommen. Also, da müssen wir später hin. Wir gucken nochmal, ne? Da ist halt der Hebel. Runterspringen ist nicht. Denn dann hört die Seelenteilung auf. Das müssen wir bewegen. Also gehen wir jetzt hier, gucken wir nach links. Und hier haben wir gleich einen Sprengball, den wir mit dem Todesgriff nehmen müssen. Und dann pfeffern wir diesen mal einfach an den Hebel dran und schon öffnet sich hier die Plattform. Jetzt holen wir die Plattform raus. Und jetzt trennen wir wieder die Seelenteilung, gehen drauf auf die Plattform, schieben sie nochmal richtig Richtung, genau. So, jetzt gehen wir drauf. Und jetzt machen wir die Seelenteilung. Die Statue ist oben drauf, denn die Statue sind ja wir. So, den einen lasst ihr schon mal da dran gehen und den, mit den anderen geht ihr schon mal wieder an den Hebel. Und ja, so leicht geht das. Dann schubt ihr rüber und seid schon drüben. Im Grunde ganz einfach. Hier macht die Statue auf die eine Seite und die zweite Figur auf die andere. Die Figuren haben zwar zwei Farben, aber es ist egal, mit welcher Figur ihr rumzieht. Vielleicht noch der kleine Tipp am Rande, ihr könnt ja auch in der Seelenteilung campen, ne? Weil ihr auch an viele Stellen müsst, wo ihr campen müsst. Und hier jetzt der Tipp. Lasst keinen Mob übrig, wenn ihr die Seelenteilung macht und wollt damit den anderen weg. Denn eure andere Hälfte steht einfach nur dumm da, kratzt sich am Kopf. Denn ihr könnt sie nicht steuern. Und wenn da unten noch ein Mob ist, greift er die an und sie kriegt Schaden. Sie kriegt die ganze Zeit Schaden. Das heißt, ihr kriegt Schaden und wundert euch, warum ihr live verliert. Das kann euch auch töten. Und dann ist die Seelenteilung aufgehoben. Das ist natürlich klar. Ja, hier haben wir auch leider nichts mehr. Und jetzt gehen wir wieder runter. Und springen jetzt durch das Loch hier. Und ja, hier haben wir auch eine Truhe. Die müsste aber eigentlich wirklich jeder finden. Denke ich mir mal. Dann würde ich mir. Also, ich weiß nicht. Also, wenn man die nicht findet. Ich möchte jetzt keine Anmerkung lassen, aber. Ich meine, es kann passieren, aber. Eigentlich sollte man die jeder finden. So, Skelettschlüssel gerappt. Hier rein. Tür geöffnet, genau, und jetzt gehen wir schnurstracks im Skelettor und holen uns dann erstmal unsere Fassel. So, öffnet sich. So, hier der kleine Trick. Als allererstes die Plattform ist wichtig, aber erstmal so am Rande könnt ihr gleich euch den Seelenteil hier mitten auf der Plattform machen. Ja? Ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht, denn ich hole mir noch was und musste mal kurz nachdenken. Ja,
Ist ja ganz verständlich. Da ist der Tod. In Stachelform. Und hier geht's lang. Hier müssen wir springen. Von drüben zu drüben, genau. Dann gehen wir hier rum. Und mit Startschwierigkeiten. Genau. Gehen wir hier hin. Und hier um die Ecke Seite aus dem Bruch der Toten. Da geht's runter und hier gehen wir auch wieder runter. Ich wollte jetzt nur das Bruch der Toten und ihr könnt das auch im Seelenteiler holen. Das funktioniert auch, ne? Er kann auch Kisten looten, aber er kann keine Türen. Das können sie nicht. So, in der Mitte geplaced, dann wieder gehabt drüber. Genau wie vorhin. Im Grunde wie gehabt. Nur, dass ihr das äußerst lustig ist. Ja, nochmal rüber ein Stückchen, kann vorkommen. Sollte aber nicht. Aber ist halt so. Wir sind drüben und jetzt betätigen wir den Hebel und dieser Hebel bewirkt halt das, dass sich die ganze Plattform dreht. Jetzt wechseln wir die Position, nicht nur, dass wir hier drüben gleich eine Fährmannsmünze kriegen. Nope, wir sind bei 41. Wow, ey. Schaffen wir noch die 100 hier, bevor wir durch sind? Nee, tun wir nicht. Und ja, dann gehen wir hier an der Seite lang, öffnen das hier. Da öffnet sich das, die Pforte, die wir vorhin gesehen haben, zur Laterne. Und jetzt heben wir einfach mal den Seelenteiler auf. Die Plattform dreht sich wieder und wir gehen genau in denselben Raum wieder rein, wo wir hergekommen sind. Gleich hier um die Ecke ist das und nehmen uns die Laterne. Genau. Laufen noch ein Stück. Und hier sehen wir gleich Mobs. Da muss ich euch gestehen, ich bin echt planlos durch die Gegend gelaufen und wusste nicht mehr, wo ich die Laterne hinbringen muss. Denn vorhin habe ich ja gesagt, da müssen wir den Laterne besorgen. So, das hatte ich vergessen, wo. Also muss ich erstmal hier überlegen. Das erste Mal habe ich beim Überlegen Mobs. Ist ganz klar, ne? So, und jetzt seht ihr gleich mal eine Schnittstelle. Genau, denn das ist meine Schnittstelle. Denn ich habe mal dann gestoppt und habe erstmal rumgesucht. Hä? Und dann ist mir eingefallen, ach ja, hier hinten. Stimmt, das war ja da. Du musstest da gar keine Tür öffnen. Ich meine, du kannst doch das Ding, wenn du die Tür öffnest, mitnehmen. So ist es nicht, ne? Das ist alles möglich. Also, ganz so ist es nicht. Denn wenn jetzt die Tür geöffnet wäre, könntet ihr es so reinziehen. Total einfach. Eigentlich können die Kugel überall mit hinnehmen. Echt lässig. Aber drehen wir halt erst einmal hier rüber. Und holen wir uns nur mal wieder eine Seite aus dem Buch der Toten. Aber ist ja natürlich klar, dass hier mehr Seiten droppen, weil wir sind ja hier im Reich der Toten. Ist das. So, hier öffnet sich die Plattform und wir sind eigentlich schon am Ende jetzt angekommen. Und ja, wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil, würde ich meinen. Also bis dann, ne? Ciao und bis dann. Bye bye.